Hallo Leute, heute in der Lektion in 5 Minuten, Leitwertmatrix, ja, und zwar die Y-Parameter bestimmen wir, und zwar möchte ich euch hier die Messschaltungen aufzeichnen. Also Y-Parameter, also das ganze Leitwerkzeug, sprich das Pendant zu den Z-Parametern. So, wie funktioniert das jetzt? Also Y11 wird auch Kurz, Schluss, Leitwert genannt das Ganze und sieht messschaltungstechnisch so aus. Also hier ist unsere Messschaltung, hier habe ich meine Klemmen und hier habe ich schon mal den Strom I1 hier und hier meine Quelle, Spannungsquelle U1 und U2 muss ich hier kurz schließen. Dann habe ich hier meine Messschaltung. Dann habe ich hier den Eingangs-Kurzschluss-Leitwert. Hier wird noch Strich. So, dann Y22, was ist das? Wer weiß es? Richtig, Ausgangskurzschlussleitwert. Also sprich, hier, das war der Eingang, jetzt kommt der Ausgang. Wenn man reingeht, muss man wieder rausgehen. Also Ausgangskurzschlussleitwert. Ist das jetzt, wie sieht das jetzt hier schaltungstechnisch aus? Beziehungsweise messschaltungstechnisch. Das sieht so aus, wenn ihr den Eingang habt, dreht ihr den um und jetzt habt ihr hier I2 und hier die Spannung U2 und das brückt ihr jetzt. Also einfach hier das so umgedreht. Dann habt ihr den Ausgangskurzschlussleitwert. So, jetzt geht es hier in Y21. Y21 ist I2 durch U2, wenn U2 0 ist. Wie sieht das jetzt aus? Das ist jetzt hier so eine Mischung von diesem Ganzen. Also U1 existiert noch. Das brauche ich jetzt hier. Und so, da kommt der Block. Und jetzt I2. I2, wo ist I2? Ja, I2 ist hier. In diese Richtung, fließt also hier wieder rein. Und ja, U2 ist 0, also habe ich hier die Brücke und mich interessiert nur, welcher Strom hier in dieser Brücke fließt. Und wie nennt man das Ganze? Das ist der sogenannte Kurzschlussübertragungsleitwert. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie so halbwegs lesen hier. Kurzschlussübertragungsleitwert ist das hier bei dieser Schaltung. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Hier sieht es wie folgt aus. Hier gibt es nämlich keine Stromquelle. Hier gibt es wieder einen Kurzschluss. Und zwar I1 interessiert mich ja hier. Gehe wieder hier auf die Klemmen. Zack, zack. Aber dafür gibt es da hinten eine Spannungsquelle U2. U1 ist ja deaktiviert, deswegen hier dieser Kurzschluss. U2 ist das hier. Fehlen mir die ganzen Striche, hier sehe ich gerade. Und ihr sagt nichts, Leute, mir fehlen die Unterstriche. Das gibt es ja nicht. Melden bitte gleich in die Kommis reinschreiben. So, und wie nennen wir das Ganze? Spektakulärer Name: Kurzschluss Übertragungs. Ich muss jetzt schon lachen, werde gleich sehen. Leitwert rückwärts. Also so heißt der Kurzschlussübertragungsleitwert rückwärts. Und ja Leute, wir sind schon hier an dieser Stelle. Das war mein Video. Hier drücken zum Abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch ebenso. Würde mich freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer, wie immer, Elektrotechnik in 5 Minuten.